So, und da sind wir dabei Batman Arkham Asylum. Wenn ich es eigentlich drücke, aber da nichts passiert. Ist das alles, was du kannst? Du bist weg. Du wirst auf dem Boden liegen. Junge, ich hab dich geschlagen. Nicht du mich. Ey, schon wieder. Ach, hier geht das plötzlich. Wenn der meine Animation einfach nutzt, ich aber seine nicht nutzen kann. So. Dann würde ich mal sagen, raus hier, ne? Den Weg kann ich ja nicht nehmen, also nehmen wir den Weg. Nicht alles holen. War jetzt nicht gewollt. Was suchst du denn hier unten? Hast du Probleme damit, meine Herausforderungen zu lösen? Gibst du zu, dass ich schlauer bin als eine Fledermaus? Schön für dich, dass du schlauer bist als eine Fledermaus. Ist ja immer noch nicht, dass du schlauer bist als ein Mensch, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schlau Schledermäuse sind. Fledermäuse sind. So, raus hier. Jetzt dürfte ich wieder bei dem Wasserraum ankommen. Hey, leck mich, Fledermaus! Wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Okay, ich leck dich. Jetzt bist du nicht. Was macht er? Junge, hasse es. Hier hast du nicht drauf. Mal, du kriegst noch mehr. Natürlich wieder alles voll mit denen. Sind, glaube ich, sogar genauso viel. Was? Hauptsache, die sehen mich einfach so, ne? Natürlich. Natürlich sehen die mich. Komm schon! Das ist nur ein Verrückter wie wir! Ich meine, habt ihr gesehen, was er hat, ne? Komm schon, wach auf! Das ist ohnmächtig! Komm schon, das ist easy! XP! Ein Weg hier raus? Halt's Maul und such weiter! Lasst ihn hier! Schwärmt aus und findet die Fledermaus! Dürfen jetzt hier noch finden. Ist der euch da unten egal? Spürt ihr nicht den Druck? Jetzt, wo ihr euch nacheinander erledigt? Ihr habt den Boss gehört. Hey, geh von mir runter! Lock die mal dahin.
Bullshit. Alter, wie scheiße ich gerade spiele. Die ganze Zeit gut spielen und plötzlich scheiße spielen. Ja, du. Was machst du da? Ah! Mann am Boden, da liegt einer! Hast aber gut bemerkt. Wow, tolle Zeitlupe für nichts. Muss ich schon sagen. So, jetzt will ich raus hier. Gefällt mir nicht. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Sieht aus, als ob die Pflanzen weiter mutieren. Diese Pflanzen hasse ich verdammt nochmal. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Ich glaube, im schweren Spielmodus waren die recht stark. Treffen so gut wie immer. Willst du mich verarschen? Schon wieder in meiner Animation greifen, nehme ich an. Was soll denn das? Halt dich an die Spielregeln. Ey, ich hab dir halt gesagt. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, darf nicht weiterspielen. Auf jeden Fall hier lang. Ist mir einfach scheißegal, dass die mich treffen. Ich meine, muss ja frei werden hier. Fuck, ich bin falsch gelaufen. Scheiß drauf. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Findest du witzig, oder was?
Okay, gehen wir jetzt den richtigen Weg. Die Tür hätte ruhig mal offen sein können. Weg. Ja, der kommt jetzt auch noch. Damit rechne ich doch. Wir werden eh abgeschossen. Okay, gut. Wohin jetzt? Das war Ziel. Oh, jetzt bin ich doch verarscht. Ich habe jetzt schon mal einen ganz, ganz langen Weg schon weitergedacht. Hab dann aber vergessen, was los war. Nämlich einen anderen Weg dort runter. Habe ich gedacht. Aber gut, haben wir dann schon einige Pflanzen weg. Was für uns natürlich heißt, wir können einfach durch. So gut wie, wenn wir demnächst hier nochmal rumlaufen müssen. Ohne Probleme mit anderen Gegnern. So, wo bleibt der Typ? Ich habe nicht mal die Maus berührt. Dankeschön. Und hoch da. Und hoch da. Echt hier drin? Man muss ja schließlich einen coolen Auftritt haben, ne? Dann halt nicht. Wäre auch zu cool gewesen. Nutzen mal den Lahmweg, der keinen Bock macht. Wo ist der lahme Weg, der keinen Bock macht? Warum können die da hinten stehen? Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Musste das Gespräch jetzt sein? Hätte ich das nicht auch ohne geschafft? Weil ich bin ja eigentlich schon richtig gelaufen.
wir schon. So, jetzt muss ich rechts lang. Da ist eine Menge an Gegnern. Nutzen wir. Alter, wie lang geht das? Kommt mal her. Du bist weg. Du bist weg. Wenn's mal klappt, dann klappt's richtig. Von innen raufgekommen, weißt du? Das ist ja was anderes. Gut, ich komme da auch von außen rauf. Hi. Du bist scheiße im Zielen, weißt du das? Na gut. Da hast du wohl getroffen. Das gebe ich dir hin. Den kleinen Ruhm da, der du getroffen hast und viele andere nicht. Also manchmal sind die Texturen... Also, ich wollte gerade... Seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Ich wollte gerade sagen, manchmal sehen die Texturen echt scheiße aus, dann gehe ich näher, kommt ein Erdbeben und schon sehen sie besser aus. Okay. Das magische Erdbeben macht Texturen schön. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber mit Magie kenne ich mich generell nicht aus. Bin eigentlich immer einer... der mehr so an Kraft denkt. Und an Wissenschaft. Du Kanal Fledermaus extrem. Ja, und ratet mal, wo wir hier wieder rauskommen. An einem Ort, wo ich schon mal war. Ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ich in diesem Haus schon mal war. So. Dieses grüne Leuchten, das lässt mich die ganze Zeit an die Ritter-Trophäen denken. Endlich mal ein Lüftungsschacht, der groß genug ist. Nur um dann wieder in einen kleinen Lüftungsschacht reinzugehen. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl! Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut, testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Bringt so erst Bomben ihn um. So, passt schon.
schön, wie die mich überhaupt nicht kennen. So, wie viel sind es? 6 Stück. Ich sehe noch 5, da unten ist noch einer. Ich muss die erstmal auseinandertreiben. Und ich möchte die gerne alle fertig machen. Der steht da so blöd. Oh ja. Ich mach den eben fertig. Versteck mich dann. Die werden hier hochkommen. So, 3 Stück laufen hoch, 2 bleiben unten. Ich werde die unteren erstmal besiegen. So, jetzt noch den da hinten. Jetzt haben sie nur noch 3. Das Blöde ist, alle 3 gehen runter. Das war blöd, dass die einfach plötzlich auf mich losgehen, obwohl die eigentlich nicht wissen dürften, wo ich bin. Ich lenke die mal hier hoch. Was passiert eigentlich, wenn ich von dort oben einen da dranhänge und das explodiert? Müssen wir ausprobieren. Schon gesucht habe. Werdet ihr gleich wissen, was ich meine. Wie? Sag mir wie. Wie hat der mich jetzt erkannt? Das war ja Bullshit wie sonst nix. Sollte ich vielleicht jetzt nicht tun. So, 2 Stück. Beide hier. So, den lasse ich zu mir kommen. Dann überrasche ich. Mann am Boden! Nichts geht über eine Überraschung. Boah, in dieser Folge habe ich echt gar nichts hingekriegt. Ich laufe sogar schon gegen Wände.
merke gerade jetzt mal, dass da oben so ein Zeitfenster steht. So ein Balken. Habe ich noch nie bemerkt. Ich habe mich dann immer gewundert, warum der Timer plötzlich anfängt. Jetzt weiß ich's. Fernseher kaputt. Genau so hat sich das zugetragen. Kann ich ihn behalten, Süßer? Bitte, bitte, bitte. Ich füttere ihn und Gigassi mit ihm. Versprochen. Hallo, euer Patient. Das ist Scarface. Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www. Ich glaube, ich werde verrückt und ziehe mich wie eine Fledermaus an. Gut, aber bevor wir hier weitermachen, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge. Ciao.